Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Kamera mitgebracht. Das Buch ist der erste Band einer Reihe und endet mit einem Cliffhanger. Ich habe mich sehr auf das Buch gefreut, aber leider war es nicht wirklich meins. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Kamera mitgebracht. Ich finde das Cover sehr interessant. Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Klingt doch interessant, oder? Und Farbschnitt. Ich muss euch vorneweg eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht in diesem Buch unter anderem um Entführung, Folter und Gewalt. Prinz Ren von Emberfall ist verflucht. Findet er kein Mädchen, das in der Lage ist, sich in ihn zu verlieben, wird der Fluch niemals gebrochen und sein Land für immer zerstört. Denn Feinde bedrohen Emberfall und Ren hat nichts, um es ihnen entgegenzusetzen. Dann beschließt die Hexe, die ihn verflucht hat, dass dies sein letzter Versuch sein soll. Ausgerechnet dieser. Wie soll er Harper, die eigentlich gar nicht hätte hergebracht werden sollen, dazu bringen, ihn zu lieben? Harpers Leben war nie wirklich einfach. Aber jetzt gerade ist es einfach nur schrecklich. Ihre Mutter liegt im Sterben. Ihr Vater ist abgehauen, nachdem er sie mit hohen Schulden bei brutalen Gangstern zurückgelassen hat, und ihr Bruder Jake versucht alles, um die Schulden abzuarbeiten, ohne dabei seine Seele zu verlieren. Oder seine Schwester. Doch jetzt wurde sie auch noch entführt in ein seltsames Märchenreich und hat keine Ahnung, wie sie da wieder zurück nach Hause kommen kann. Ich fand die Idee nicht schlecht. Ich mag die Schöne und das Biest-Adaptionen sehr gerne. Es ist einfach mein Lieblingsmärchen. Ich fand es auch toll, dass Harper nicht perfekt ist, sondern an Zerebralparese leidet. Allerdings kam ich mit dem Buch nicht wirklich klar. An sich kam ich recht gut in diese Welt hinein. Mein Problem waren vorwiegend die Charaktere, deren Handlungen ich regelmäßig nicht nachvollziehen konnte. Und teilweise auch die Story, die mich manchmal, vor allem gegen Ende, abgehängt hat. Zwischendrin gab es Längen, die es mir auch nicht gerade leichter gemacht haben. Harper ist kämpferisch, aber wie man auch bald bemerkt, dumm. Sie riskiert andauernd zu viel, ist leichtsinnig, weiß nicht, wann sie die Klappe halten soll und stürzt sich gern kopfüber in Situationen, ohne die Folgen zu bedenken. Und dabei handelt sie auch noch extrem sprunghaft und man bekommt von ihr manchmal wirklich ein Schleudertrauma. Außerdem kippt sie für meinen Geschmack viel zu oft um. Ren hadert mit sich und seinem Schicksal. Er ist der Meinung, das alles verdient zu haben, weil er früher ein schrecklicher, unausstehlicher, arroganter Mistkerl war. Andererseits scheint er sich aber auch manchmal in der Rolle des Märtyrers recht wohl zu fühlen. Man weiß bei ihm oft nicht, ob das, was er tut, echt ist oder ob es das ist, was er immer getan hat, um die Mädchen zu umwerben. Er ist abwechselnd lauwarm und kalt, aber man kann nie richtige Leidenschaft für Harper bei ihm entdecken. Gray ist der letzte verbliebene Mann der Garde und damit auch deren Kommandant. Am Anfang wirkt er sehr unsympathisch. Immerhin hat er Harper entführt und ist nicht gerade zimperlich oder freundlich ihr gegenüber. Aber bald merkt man, dass mehr in ihm steckt und er echt süß sein kann. Andererseits hat er auch lange unter dem Fluch gelitten und das spürt man regelmäßig. Sein Verhalten kann man lange gut nachvollziehen. Erst zum Ende wird es seltsam und undurchschaubar. Ich fand das Buch nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Es hat mich nicht richtig gepackt. Ich hatte Probleme, mit den Charakteren warm zu werden. Zwischendrin hatte das Buch auch einige Längen und zum Ende hin hat es mich überwiegend verwirrt und abgehängt. Insgesamt war es leider nicht meins.
Ich habe mich einfach mit dem Buch sehr schwer getan, was eben vor allem an den Charakteren lag. Von mir bekommt es 2,5 Sterne, weil ich die Idee gut fand und den Anfang, aber mehr ist für mich leider auch nicht drin. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!